sehen. Jetzt ist aber gut, oder? Ja. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem literarischen Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt einen bisher fröhlichen zweiten Advent gehabt. Und ich hatte euch ja schon erzählt gestern, dass es heute etwas später werden wird. Es war ein fantastischer Gottesdienst heute Morgen in Schneidhain mit der Pfarrerband The Black Holes aus der Gegend zwischen Leipzig und Dresden. Tolle Songs, ja, ich habe mir gleich eine CD gekauft. Und toll der gemacht auch der Gottesdienst von Dekan Veta Raub. So eine super Verbindung zwischen alter Liturgie und moderner Musik, die Inhalte gut erklärt, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Also es war schon ein echter Genuss. Ja, und jetzt lese ich eine Geschichte von Klaus Doyan, und zwar mein erstes Weihnachten in Kanada. Natürlich wieder, wie immer, aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswundernacht Band 6 aus dem letzten Jahr 2017, das Jahr, in dem es keinen literarischen Adventskalender von mir gab. Ja, mein erstes Weihnachten in Kanada. Am 5. Oktober 1957 stach das Auswandererschiff Arosa Star vom Kai in Bremerhaven in See. Es war eine emotionale Szene. Bevor die Taue gelöst wurden, hatte sich eine kleine Musikkapelle neben dem Schiff eingefunden und spielte die vertrauten Abschiedslieder »Muss sie denn zum Städtele hinaus« oder »Nun ade, du mein lieb Heimatland«. Auswanderer, darunter auch ich, sowie Angehörige, die ihre Lieben zum Hafen begleitet hatten, waren gerührt. Als die Arosa Star nun langsam vom Kai in die Fahrrinne geschleppt wurde, schwenkten Menschen am Kai wie auf Deck mit einer Hand Tüte, Hüte und Tücher zum Abschied, während mit der anderen Hand die Tränen weggewischt wurden. Noch am selben Tag liefen wir in Le Havre in Frankreich an, um weitere Passagiere an Bord zu nehmen. Am folgenden Tag ankerten wir vor der Küste Englands, wo ein Zubringerboot noch mehr Fahrgäste aus Southampton brachte. Kurz darauf wurde der Anker gelichtet und der Bug des Schiffes nach Westen gerichtet. Der Orkan der letzten Tage ließ immer noch 30 Meter hohe Wogen heranrollen, sodass abwechselnd das Vorderschiff untertauchte und das Schiffsheck aus der See gehoben wurde, sodass die frei gewordene Schraube der Arosa Star durchrüttelte. Wir, 700 Passagiere, kamen uns auf der 130 Meter langen, 9000 Tonnen schweren Arosa Star wie in einer Nussschale vor. Nach 10 Tagen erreichten wir Quebec City und hatten endlich festen kanadischen Boden unter den Füßen. Mein Ziel, Millet, eine kleine Farmgemeinde in der Provinz Alberta, lag aber noch weitere 2500 Meilen, 4000 Kilometer westlich von Quebec City. Mit der Canadian Pacific Railways Bahn, die Tag und Nacht durchrollte und nur an größeren Stationen hielt, erreichte ich Millet in 3,5 Tagen. Als ich beim Ausstieg vom Trittbrett auf den Boden sprang, stand ich in 30 Zentimeter tiefem Schnee. Hier hatte der Winter schon begonnen. Der Farmer, der für mich gebürgt hatte, holte mich vom Bahnhof ab. Die Reifen seines Autos waren mit Schneeketten versehen, die beim Fahren hörbar rasselten. Seine Farm lag 5 Meilen, das sind 8 Kilometer, außerhalb der Ortschaft. Er war 1928 aus Ostpreußen hier eingewandert und erzählte, dass fast alle umliegenden Farmer zu dieser Zeit aus Deutschland hierher gekommen waren. Dementsprechend nennt sich die Gemeinde Wiesental und die kleine Nachbargemeinde Friedrichsheim. Seine Frau stammte auch aus Deutschland und beide sprachen noch relativ gut Deutsch. Bei ihren 3 Kindern klappte das schon nicht mehr so gut.
Sie waren ja in Kanada geboren und in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 wurde die deutsche Sprache hier absichtlich vernachlässigt. Nachdem mir mein Zimmer gezeigt worden war, packte ich meine zwei Koffer aus. Nach insgesamt 17 Reisetagen schätzte ich ein wohltuendes Bad. Am Abend saß ich dann mit allen am Familientisch zur ersten Mahlzeit am neuen Ort. Der Betrieb war eine sogenannte Mixed Farm mit Feld- und Tierwirtschaft. Morgens wurden zuerst die Tiere versorgt, das bedeutete 20 Kühe melken und füttern, denn die Weiden waren schon ziemlich eingeschneit. Dann wurden Pferde, Schweine und Hühner versorgt. Nun dachte ich, das Tagwerk im Winter hört hier also schon um 10 Uhr morgens auf. Falsch kalkuliert. Dick eingemummt in einen warmen Parker mit Mütze, Ohrenschützern und einer Kapuze mit Kojotenfell, warme Filzschuhe über die hohe Gummigaloschen gezogen wurden, ging es bei minus 20 Grad Celsius raus auf die Landwege, die das 240 Hektar große Grundstück umgaben. Die Felder sind eben gehalten, doch die Landwege etwa einen Meter höher angelegt. Wenn es schneit und der Wind über die Landschaft pfeift, bleiben die erhöhten Straßen freigefegt. Wuchert aber Gestrüpp an den Straßenrändern, bilden sich oft Schneewehen auf der Fahrbahn, die den Verkehr ins Stocken bringen. Mit Handsäge und Axt bewaffnet gingen wir an den nächsten Tagen die Straßen entlang und beseitigten wildes Gesträuch. Der Farmer erwähnte so nebenbei, jetzt sei noch eine günstige Zeit, bevor es kälter würde und mehr schneite. Ich dachte, er scherze. Als aber in der folgenden Woche das Thermometer auf minus 30 Grad stand und ein Meter Schnee auf den Feldern lag, nahm ich ihn ernst. Als am zweiten Advent noch kein Adventskranz da war, fragte ich so nebenbei, ob man die Tradition hier nicht kenne. Doch, noch von Deutschland her, hieß es, aber es werde hier nicht regelmäßig daran gedacht. Etwa 2 Wochen vor Weihnachten werde hier schon der Christbaum aufgestellt und geschmückt. Da lohne es sich nicht, auch einen Adventskranz zu haben. In der Stadt möge es anders sein, da kann man den Kranz kaufen. Hier müsste man erst Tannenäste schneiden und den Kranz selbst binden, dazu sei zu wenig Zeit. Ich sollte schnell lernen, wie hier die Zeit vor Weihnachten noch ausgenutzt werden musste. Der Sommer stellte andere Ansprüche. Während die Farmersfrau, sie hieß Hertha, man sprach sich hier eigentlich nur mit dem Vornamen an, sich vor allem den Tieren widmete, fuhren ihr Mann, er hieß Benjamin, und ich mit dem Traktor und einem Anhänger zu einer 24 Kilometer entfernten offenen Kohlengrube. Die feine Kohle wurde mit einem Schaufelbagger aufgeladen, der volle Anhänger gewogen und zu Hause von uns in den Keller geschaufelt. Am folgenden Tag holten wir noch eine Ladung. Die Heizung für das Haus bestand aus einem großen Ofen im Keller, genannt Furnace, der mit Holz und Kohle eingeheizt wurde. Ein Heizungsschacht ließ die warme Luft vom Ofen aufsteigen und das ganze Haus durchdringen. Die Außentemperaturen, manchmal bis zu minus 40 Grad, erforderten, dass der Ofen im Winter Tag und Nacht geheizt wurde. Meistens hielten 2 große Schaufeln Kohle die ganze Nacht vor. Es gab noch eine Aufgabe für uns Männer, da nicht genügend Holz für die Länge des Winters im Keller lag. Wir stapften durch den hohen Schnee zu dem kleinen Wald des Farmers und fällten 8 Bäume von etwa 30 Zentimeter Durchmesser und 10 Meter Höhe. Mit dem Traktor kamen wir nicht mehr durch den Schnee im Wald. Wir waren auf die starken Ackerpferde angewiesen, mit denen wir die Stämme durch den Schnee auf den Hof ziehen konnten. Ein Farmer der Gegend besaß ein fahrbares Gestell mit einer Kreissäge von 1 Meter Durchmesser. Durch Riemenantrieb von seinem Traktor wurde die Säge zum Rotieren gebracht. Es stellten sich 8 Nachbarn ein, die selbst entästete Stämme im Hof liegen hatten und nun beim Sägen einander behilflich waren. Das war etwas ganz Neues für mich. Alle 8 Mann und ich
hoben einen ganzen Baumstamm an, machten auf Kommando des Sägeführers einen Schritt nach vorne und sägten den ersten Klotz ab. Dann auf Kommando alle einen Schritt zurück, einen Schritt nach rechts, wieder einen Schritt nach vorn und der zweite Klotz fiel in den Schnee. In einer Woche waren alle Stämme auf den 8 Farmen zersägt. Danach war ich eine Woche lang mit Holzspalten auf unserer Farm beschäftigt. Es war eine Woche vor Weihnachten. Die Arbeiten wurden eingestellt. Benjamin und Hertha melkten natürlich weiterhin die Kühe und das schon um 5.30 Uhr, denn um 7 Uhr kam der Milchtanklaster vorbei und pumpte die zu liefernde Milch in den großen verchromten Tank. In der Zeit sammelte ich die Eier von 150 Hühnern ein und anschließend machten Benjamin und ich noch die Ställe sauber. Im Wohnzimmer stand nun schon der 2,5 Meter hohe, durch Gemeinschaftsbetätigung geschmückte Weihnachtsbaum. Und wieder fiel ich ins Staunen, denn der Baum trug elektrische Kerzen. Das kannte ich damals von Deutschland noch nicht. Seit 2 Wochen nun waren die Kerzen eingesteckt, sobald wir von draußen ins Haus traten, und wurden erst ausgeschaltet, wenn wir uns zur Nachtruhe begaben. Ein Plattenwechsler sorgte den ganzen Abend für Weihnachtsmusik. Mein Englisch war noch mangelhaft, doch ich erkannte viele Melodien und habe oft auf Deutsch etwas mitgesungen. Heute beim Abendessen wurde angesagt, dass wir morgen nach dem Melken in die Stadt fahren. Mit der Stadt war die Provinzhauptstadt Edmonton gemeint, 30 Meilen, also 48 Kilometer nördlich der Farm. Edmonton war mit 180.000 Einwohnern, Stand 1957, nach hiesigen Verhältnissen eine Großstadt. Sinn der Sache war, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und die festliche Dekoration der Geschäfte zu bewundern. Es war für mich eine nette Abwechslung, denn ich war noch nie in Edmonton gewesen, obwohl es das eigentliche Ziel meiner Reise sein sollte. Ich wollte im folgenden Frühjahr dort mein Glück versuchen. Das Jahr auf der Farm war erlebnis- und lehrreich für mich. Doch ich war ja Elektriker von Beruf. Nun wollte ich mein erstes Weihnachten in Kanada in der kleinen Farmgemeinde Wiesenthal feiern. Wenn auch der ungewohnt raue Winter verfehlte, mich in Weihnachtsstimmung zu bringen, so schaffte es doch meine zahlreiche Weihnachtspost, die ich erhalten hatte. Aber auch die selbstgeschriebene versetzte mich beim Schreiben in Weihnachtsstimmung. Mit vielen Freunden blieb ich im Briefverkehr. Und natürlich mit meinen Eltern, Großeltern und weiteren Verwandten. Ich habe stets gerne Briefe geschrieben und ich glaube, sie trugen viel dazu bei, das Gefühl zu haben, dass ich nicht alleine dastand. Selbst wenn mich 7000 Meilen, das sind 11.500 Kilometer, von meiner alten Heimat trennten. Es war Heiligabend und wir machten uns zum Kirchgang fertig. Die Wiesenthal-Kapelle war gut besucht. Wie ich hörte, war der gegenwärtige Pastor der Letzte, der noch auf Deutsch predigte. Hymnen im Gesangbuch waren auf Deutsch und Englisch. Ein kleiner Chor beteiligte sich am Programm und natürlich waren die Jüngsten mit einem Krippenspiel dabei. Im Anschluss blieb man noch lange in herzlicher Atmosphäre zusammen, wünschte sich ein frohes Fest und einen guten Start in das neue Jahr. Zu Hause gab es einen Festbraten und noch gemütliche Stunden zusammen. Der Christbaum wurde allgemein bewundert. Es wurde gefragt, was der Christbaum eigentlich zu bedeuten habe. Der Hausvater gab folgende Erklärung. Der Baum symbolisiert den Baum des Lebens, der im Paradies stand. Tanne, weil im Winter bei uns kein anderer Baum grün ist. Die Kerzen weisen auf Christus hin, der für die Christenheit das Licht der Welt ist. Mein erstes Weihnachten in Kanada habe ich nicht nur herrlich gefeiert, sondern auch wunderbar erlebt. Und vielen Dank, lieber Klaus, dass du diese Geschichte, dieses Erlebnis mit uns geteilt hast. Das, ihr Lieben, war heute am 2. Advent die Geschichte von Klaus Dorjan über sein erstes Weihnachten in Kanada. Und mich hat besonders auch angesprochen diese Idee der Weihnachtspost. Und vielleicht
hast du ja jetzt noch einen kurzen Moment Zeit und schreibst einen Brief oder eine Postkarte an den Menschen, an den du jetzt gerade denkst und schickst ihn morgen früh ab, wenn du jetzt keine Briefmarke hast. Oder du schreibst morgen deine Weihnachtspost, einen Brief oder eine Karte an einen Menschen, den du jetzt festlegst und dann ab damit und weggeschickt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Denkt daran, heute Abend in der ARD, 23 Uhr, noch was, eine wunderbare Dokumentation über das Jazzlabel Blue Note, die sich sehr lohnt. Und ich hoffe, ich bin dann noch wach genug, um es mitzubekommen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wenn ich das neue Türchen öffne, das 10. Türchen dann in meinem literarischen Adventskalender. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.